Ein herzerfrischendes Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Planet Zoo, zu Loris Have It Done Mark. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Wir starten wieder mit einer kleinen Timelapse. Verschönern das Ganze hier ein bisschen mit ein paar Laternen. Die muss ich natürlich auch noch im Rest des Zoos eigentlich nochmal hinbauen. Glaube aber nicht, dass ich das noch schaffe. Und dann passieren wir hier die Ecke, die nächste kommende Ecke, wo die Elefanten hinkommen sollen, die afrikanischen Elefanten. Die sollen hier neben das Graslandgehege kommen, die afrikanischen Elefanten. Und meiner Meinung nach ist das eine sehr gute Platzierung für die. Die kriegen ein eher klassisches Unterstandshaus-Ding, wo auch ein bisschen Mitarbeiterkram drin ist. Und wenn das dann fertig ist, muss ich natürlich auch noch das ganze Gehege dreimal, glaube ich, insgesamt vergrößern, weil die haben einfach viel zu wenig Platz. Das ist immer ein bisschen doof, aber gut, man lernt ja nicht aus. Da war dann viel geformt, der Wegabschnitt, aber dann passt das auch wieder. So, das wird auf jeden Fall so das Gehege. Ich dachte, das wäre groß genug, ist natürlich lange nicht groß genug. Ich nehme quasi das ganze Gebiet, was da hinten bei dem kleinen Baum auch noch ist, mit ein in das Gehege und dann ist es erst groß genug. Jetzt hier so ein kleines klassisches Haus. Ich halte mich so ein bisschen an den Holzstil, den ich hier in diesen afrikanischen Ecken gerne mache, für die Essensgebäude quasi, weil das Graslandgebäude hat ja ein bisschen was anderes. Und das ist eigentlich auch nur ein Unterstand, die kriegen da nur Schlafzeug rein und da kriegen die noch ein bisschen Wasser rein. Und ansonsten kommt da nicht so viel rein, denn ich habe, oder das ist euch auch aufgefallen in den Kommentaren, die Schimpansen bei mir, die haben einfach ein zu gutes Haus, die wollen gar nicht raus. Das wollte ich eigentlich noch ändern, fällt mir gerade ein, das muss ich gleich noch machen. So, dass wir zumindest das Futter quasi nach draußen versetzen bei den Schimpansen, sodass die rausgehen müssen. Das ist auf jeden Fall so der Plan. Das Dach wird nachher auch noch ein bisschen klassisch hier. Nichts Aufwendiges, aber es ist das, was... Also, es tut das, was es soll. Ne? Es ist ein Unterstand für die Elefanten und das ist das, was ich eigentlich vorhatte. Benutze hier das Holz. Das klassische und werde dann natürlich eine Lücke lassen für wie nennt sich das noch, für Glas, sodass da ein bisschen Licht reinkommt. Das ist immer wichtig. Ich mache mittlerweile lieber das Glas ins Dach, als dass ich das in den Seiten mache. Da mache ich dann diese Fake-Fenster rein, also die Planet Zoo Fake-Fenster, Planet Coaster Fake-Fenster, ich weiß auch nicht, wie man sie nennen möchte. Planet Coaster ist mir eingefallen. Das Bauen ist natürlich anders, aber ich hätte schon so wieder so ein bisschen Bock, mal zu gucken, ob durch mein ganzes Planet Zoo spielen Planet Coaster mehr Spaß für mich macht. Das könnte ja mal interessant sein. Das könnte vielleicht was sein für mal zwischendurch oder so. Ich habe damals ja Planet Coaster gespielt und das sah grauenhaft aus. Einer von euch hat sich das mal angeguckt, vor gar nicht allzu langer Zeit. Und dann habe ich da auch mal reingeklickt in die Folgen. Und also ich habe da ganz grauenvoll gebaut, meiner Meinung nach. Das war auf jeden Fall nichts, worauf ich jetzt stolz bin, mittlerweile so, wie ich das hier baue. Allerdings muss ich sagen, dass Freizeitparks mir überhaupt keinen Spaß machen eigentlich. Deswegen, ich finde Zoos halt cool. Deswegen ist Planet Zoo halt so mein Spiel, tatsächlich mein Go-To-Spiel. Aber man sollte vielleicht Planet Coaster nochmal eine Chance geben. Das könnte ja mal so eine Sache sein, die man mal in einem kleinen Spezial machen könnte oder so. Schreibt ja mal einfach mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Oder was ihr darüber denkt. Hier haben wir natürlich wieder abgedingst. Das Ding ist auch, dass die Rasterhöhe irgendwann immer verstellt wird, sodass es nicht mehr so easy ist, das alles zu machen. Ich könnte es auch wieder zurückstellen, aber ich habe immer das Gefühl, wenn ich das umstelle, also wenn ich es wieder zurückstelle, dann ist immer alles richtig schlecht bei der ganzen Geschichte. Ich baue die Fenster hier, die muss man auch mal ein bisschen rausziehen bei dieser Art von Holzgebäude, Gebilde, was ich da baue. Und versuche hier so ein bisschen asymmetrisch zu machen mit den Fenstern, sodass das Ganze ein bisschen natürlicher aussieht. Es ist ja, wie gesagt, nur ein Elefantenstall und kein Elefantenhaus. Das ist nochmal wichtig zu sagen. Dann gibt es hier das Gehege und ich dachte, boah, das ist ja auf jeden Fall groß genug. Ich hätte vielleicht mal gucken können, was so Elefanten brauchen an Auslauf. Denn da bin ich nachher sehr überrascht, wie viel Platz die brauchen und wie wenig Platz ich denen gegeben habe. Auch wenn ich erst dachte, das ist ja... Das wird ja wohl groß genug sein. War es nicht. War es nicht. Es ist jetzt groß genug. Es ist nicht perfekt. Aber ich könnte mir vorstellen, dass wenn die dann Babys kriegen, dass es noch ein bisschen größer sein muss. Aber es tut das, was es soll. Ja. Wenn das das Ziel ist, dann ist das okay.
Richtig. Das wird auch ganz gut. Bauen das hier so ein bisschen um. Sehr, sehr nice. Und hier an der Seite gibt es dann nochmal die Möglichkeit, rumzugehen und gerade auch für die Mitarbeiter. Da werde ich dann eventuell nochmal einen Getränkeshop bauen oder so. An der Seite, so dass die Besucher da auch einen Grund haben, da hinzugehen. Ich hoffe auch, dass sie einen Grund haben werden, auf die Aussichtsplattform zu gehen. Und wenn nicht, haben die halt die Chance. Das ist so ein bisschen wie bei den Geparden damals. Aber ich habe auch keine Lust, jedes Mal, wenn du Aussichtsplattform machst, dass du dann jedes Mal immer eine Fressbude hinstellen musst. Das ist so doof, dass die Besucher nicht den besten, den Sweet Spot suchen für Gehege angucken, sondern dass die Besucher quasi immer dahin gehen, wo die was zu fressen kriegen oder was zu futtern kriegen. So müsste das eigentlich sein. Müssen wir mal schauen. Müssen wir mal schauen, wie das endet. Ich hau die Elefanten in die Quarantäne rein, habe auch wieder geguckt, ob ich eine andere Quarantäne habe. Ich habe nur die eine. Ich dachte auch, ich hätte hier hinten beim Amerika-Ding eine. Habe ich aber nicht. Die hau ich da rein, speede das Ganze jetzt gleich hoch, sodass dass die gedings werden können, behandelt werden können. Denn drei sind wirklich verletzt. Und die tragen jetzt auch wirklich Narben davon. Die sind irgendwie relativ schlecht behandelt worden, die Elefanten. Aber deswegen soll es ja noch besser sein, dass die jetzt hier zu uns einziehen. Und dann bin ich eigentlich gespannt, wie die Pfleger laufen, weil die müssen ja da durch den Asienbereich und durch den Afrikabereich und kommen dann hier hin. Der Strauß bricht immer noch aus und jetzt sind die Elefanten da und die haben alle Narben, bis auf einer. Das macht ja nichts. Es gibt denen ja hier wahrscheinlich ein bisschen besser tatsächlich als im alten Zoo. Und da habe ich gesehen, dass es ein bisschen größer sein muss. Bau das Ganze noch ein Stück größer. Bau nicht groß genug, das mal an dieser Stelle. Versuche das Ganze wieder ein bisschen tiefer zu legen, weil ich finde, tiefer gelegte Gehege sind einfach der Shit. Sind einfach super. Aber Spoiler Alert, es wird nicht reichen. Da müssen wir auch noch ein bisschen mehr Wasser machen. Das reicht dann, das Wasser? Glaube ich. Bin mir jetzt gerade ein bisschen unsicher. Aber das andere reicht immer noch nicht. Vom Land her. Deswegen müssen wir mal schauen, dass wir das noch größer machen können hier auf der Seite. Nehmen jetzt auch extra den Zaun weg, sodass ich das hier auch direkt vertiefen kann. Und ich glaube, es ist auch erst Version 4 und noch nicht die Final Version. Weil ich glaube, ich muss noch ein bisschen mehr umändern. Bin dann hingesprungen zum Ameisenbär, damit das hier keine Inzucht gibt. Und die Elefantis sind jetzt ein bisschen glücklicher. Ich bin mir gerade gar nicht so sicher, ob die hundertprozentig zufrieden sind mit dem Land, was sie erhalten haben. Es sieht auf jeden Fall immer noch so aus, als bräuchten die noch ein bisschen größeres Gebiet. Und ja, also ihr kennt das ja mittlerweile aus den Speedbuilds. Wir werden auch noch die Steine platzieren in dem Gehege und dann werden wir das Gehege richtig einrichten im Realtime-Part und werden das versuchen, sodass dass wir auch noch ein bisschen spielen mit den Elefanten quasi. Ja, so mega viele Gehege werden nicht mehr in diesem Zoo kommen. Das habe ich ja auch schon öfter gesagt, dass wir den Afrika-Bereich jetzt noch abschließen und dass wir dann quasi auch fast fertig sind mit dem Zoo. Weil, wenn ich es jetzt laufen lasse, es sind viele Besucher, es sind viele Tiere, es sind viele Steine, ruckelt das mittlerweile auch schon so ein bisschen. Deswegen müssen wir mal gucken, dass es jetzt nicht zu krass wird. Aber Elefanten hinten im Zoo sind immer die besten Tiere. Es gibt auch ein paar Zoos, wo die ganz zu Anfang sind. Muss man mal sehen, ob das wirklich das ist, was man will. Wir gehen wieder mit den Graslandfelsen. Finde ich, ist immer das Beste. Und dann müssen wir mal schauen, wie viel Platz die da noch haben. Spoiler Alert, nicht genug. Oder? Haben die genug? Ich weiß das jetzt gar nicht mehr. Ob ich das noch ein achtes Mal größer machen muss oder ob ich das einfach so lassen kann. Aber wenn wir hier die zwei, drei Steine platziert haben, die wollen ja auch nicht so mega viele Pflanzen haben. Die sind ja entweder Wüste oder Grasland. Ich nehme natürlich Grasland, dadurch, dass wir hier hinten die Savanne versuchen zu bauen. Aber ja, das ist so das, was die Fantis hier kriegen. Ich wollte auch noch einen kleinen Wasserfall da bauen irgendwie. Das habe ich jetzt noch nicht gemacht. Da müssen wir mal gucken, ob ich das am Ende des Tages noch irgendwie dahinstellen kann, hinbauen kann. Bauen hier, sodass sie die Fenster nicht einreißen. So als kleinen Abstandshalter quasi bei den Elefanten. Tun das Elefantengehege natürlich noch in die Workzone rein und platzieren natürlich Spendenboxen, die ja nicht wichtig sind im Sandbox, aber gefühlt ist es, glaube ich, wichtig für die Besucher. Und dann platzieren wir das, was ich im Franchise-Mode auch gemacht habe. Und zwar bauen wir hier
ein Überstand, eine Überdachung, die ich meiner Meinung nach sehr cool finde. Ich hoffe, ihr auch. Die wird ein bisschen anders wieder als die, die ich im Franchise gebaut habe, aber ähnelt der anderen, also ähnelt der im Franchise sehr. Aber die machen mir einfach viel zu viel Spaß, diese Überdachung, als dass ich die jetzt nicht nochmal machen könnte. Ich finde die einfach klasse. Das ist wirklich super. So, platziere hier natürlich auch noch. Also erstmal immer hier den, wie nennt sich das? Den Frame, wo das außen rum sein muss. Und dann kopieren wir die lang hier. Und dadurch, dass wir dann hier so viele haben, muss ich öfter kopieren. Ich weiß auch gar nicht, wie viele ich kopiere, bevor das Sinn ergibt. Es hat 100 Jahre für mich gedauert irgendwie. Aber am Ende des Tages sieht es dann hoffentlich ganz gut aus. Genau, als kleine Überdachung ist es ganz cool. Fand es dann allerdings auch ein bisschen langweilig, wenn es dann nur diese Überdachung geben würde. Und werde da später noch ein paar Pflanzen dranhängen. Hier, Efeu. Sodass das Ganze ein bisschen uriger aussieht. Das ist auf jeden Fall das, was mein Plan war. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt mache oder ob ich erst noch ein bisschen bei den Elefanten was einrichte. Dann Spielzeug und Futter und sowas, das machen wir auch noch bei den Elefanten rein. Sodass das alles ein bisschen mehr smart ist für die. Das obligatorische Dach natürlich. Es sieht eigentlich immer besser aus. Hier habe ich jetzt was überlegt, aber das war dann auch besser, wenn ich das nicht tue. Kopiere das und mache das so. Dann passt das auch von der Seite her. Genau, kommen nochmal zwei Bäumchen hin. Gehe allgemein auf Afrika gemäßigt und hoffe, dass es passt. Jetzt fällt mir auf, wie wäre es, wenn ich da den Efeu platziere. Und es sieht tatsächlich ganz nett aus mit dem Efeu. Ich drehe den natürlich nochmal. Und dann sieht das so ein bisschen aus, als wäre da ein Dach drauf und kopiere das Dach quasi auch nochmal nach unten drunter, sodass das Ganze ein bisschen, also noch uriger aussieht, als es ohnehin schon tut. Und dann bin ich mit dem Ding eigentlich auch so weit fertig und hoffe, dass die Leute da auf jeden Fall drunter gehen, denn alles andere macht einfach keinen Sinn, dass man sowas Geiles baut und dann geht da keiner hin. Aber da werden natürlich noch Informationen hinkommen müssen und vielleicht eine Bank oder zwei. So, wir platzieren nochmal sehr viele Pappeln. Das ist so mein Go-To-Ding hier in Afrika scheinbar. Pappeln. Das andere sieht halt sehr savannenlastig aus und das hier ist ja auch noch ein gemäßigtes Gebiet. Und dann passt das vielleicht auch, dass man da so ein bisschen variiert mit den verschiedenen Sachen. Hier so kleine Elefantenstatuen und wir gehen auch mit dem Elefanten Wandtattoo quasi, sodass das Elefantenhaus auch noch ein bisschen mehr nach Elefant aussieht. So, der Speedbuild oder die Timelapse, wie man es auch nennen möchte, nähert sich jetzt im Ende. Wir machen noch ein bisschen Enrichment rein und dann sind wir an der Stelle eigentlich schon fast fertig. Deswegen würde ich sagen, ich hoffe, ihr hattet wenigstens so ein bisschen Spaß und ihr würdet sagen, dass das Elefantenhaus gar nicht so schlecht aussieht oder die Elefanten-Shelter. Und deswegen würde ich sagen, sehen wir uns gleich im Realtime-Part. Also, bis gleich. So, da sind wir zurück im Realtime-Part. Oh mein Gott, jetzt ruckelt es wieder ein bisschen. Müssen es wie immer ein bisschen laufen lassen, glaube ich. Egal, wir sind zurück. Unsere Elefanten sind jetzt eingezogen, die vier Stück, die wir hier haben. Ganz genau. Und denen geht es eher so semi. Der hier hat auf jeden Fall Verletzungen. Auch Verletzung eigentlich? Ja, da auch Verletzung. Die hat keine Verletzung. Und die hier hat auch Verletzung. So, wir haben drei Elefanten, die Verletzung haben und einen, der keine hat. Weiß ich nicht, wie cool das ist. Was bist du? Ach, du bist ein Besucher. Ja, genau. Wir könnten hier drüben auch nochmal einen Getränkeladen machen. An der Stelle. Das war ja der Plan, den ich hatte. Dass wir hier einfach ein Soda hinstellen. Und eine Toilette. Nicht, weil ich die Idee jetzt hatte, dass die da wirklich hinstellen zu müssen. Aber ich glaube, für die Captain Caps hier. Für die Besucher ist das ganz cool. Habe ich irgendwie ein Gefühl.
Mein Gefühl kann sich natürlich auch täuschen, aber ich glaube, dass das für die Besucher gut wäre, wenn die hier was zu knabbern hätten. Also Toiletten und was zu trinken. Denn trinken brauchen die immer und Toiletten sind auch immer gut. Was für ein Dach hatten wir hier? Da haben wir das Holzdach genommen und irgend so eine blöde Farbe genommen. Gehen jetzt einfach mit dem normalen Holzdach, mit der normalen Farbe. Nicht, weil ich langweilig sein will. Aber weil ich keine bessere Idee habe. Und wir gehen hier nochmal hin und platzieren natürlich hier diesen, den hier, außenrum. Weil das immer ein bisschen für Abwechslung sorgt, ne? Ganz genau. Und das kann ich ja eh nicht ändern. Dann können wir hier natürlich nochmal zwei Schilder hinmachen. Gar keine Frage. Holz nehmen wir mal weg. Denn hier ist ein Soda. Und ganz unten sind die Toilettenschilder. Das kommt hier hin. So. Dann haben wir das. Dann ist das fertig. Dann können wir das hier so platzieren, sodass die Leute auf jeden Fall auch nach hier hinten gehen. Und wie gesagt, es ist halt. Es soll halt nicht so aufwendig sein. Die Ecke hier. Das wäre halt verschwendet, wenn ich mir zu viel Mühe für so ein kleines Getränke-Ding geben würde. Ah, genau. Die suche ich. Beziehungsweise, es ist ja nie verschwendet bei Planet Zoo. Allerdings wäre es halt ärgerlich, zu viel Arbeit da reinzustecken. Wenn es am Ende des Tages auch anders geht. Mir so gedacht. So, auf jeden Fall. Dann das beides natürlich auf eine Höhe platzieren. Kopieren. Rüberziehen. Fertig ist das Ding. Und schon hat man hier wieder einen Grund mehr, nach hier hinten hinzugehen. Beziehungsweise meine Besucher haben einen Grund mehr. Genau, hier gibt es dann die Mülleimer, die wir brauchen. Und wir platzieren hier auch nochmal zwei Bänke dann. Die dann bei den Elefanten gucken können. Und hier oben drin möchte ich auch noch die Bänke platzieren. Irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass das ganz cool wäre, wenn wir hier so Picknicktische hinstellen. Und natürlich Abfalleimer. Weil Abfalleimer einfach mehr klasse sind. So. Dann gibt es hier auf jeden Fall noch die Möglichkeit, sich was anzuhören über die afrikanischen Elefanten. Das schön groß machen. Und hier natürlich auch. Und dann passt das. Genau, das findest du gut, ne? Würde ich sagen. Die freut sich auf jeden Fall. Total gut. Elefanten. Kleiner Panda wird bald Nachwuchs haben. Sehr gut. Polarwolf ist jetzt Teil des Rudels. Und jetzt Giraffe erwartet Nachwuchs. Sehr gut. Weil da hatten wir nämlich noch einen neuen Polarwolf reingemacht. Denn unser altes Männchen ist verstorben. Und dann passt das, dass wir unsere Linie quasi fortsetzen können. Gut, so, die müsste jetzt hier vorne hingehen zum Klo, ganz genau. Das war ja quasi auch das, was sie hatte, was ihr Problem war. Wir platzieren das mal hier hin. Und nehmen das Gehege natürlich mit. Sehr gut. Guck mal, weil dann sind hier nämlich die Erdfaculties. Und dann kannst du hier so lang gehen, kannst du hier nochmal Erdfaculties gucken, die kleinen Süßen. Und dann gehst du hier hinten lang und dann siehst du hier direkt schon Elephant Valley. Wie die sich hier die grauen Riesen hier stehen können. Ernsthafte Verletzung. Achso, weil der auch neu ist. Okay. Gleich mal ein Tier jetzt nochmal rufen. Deswegen sind da ernsthafte Verletzungen. Yuka. Ach ne, warte mal. Haben wir zwei Männchen hier, oder was? Wurde der hier geboren? Bei uns?
Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, oder? Partner vergleichen. Das wäre Inzucht. Okay, also muss Yuka. Yuka muss weichen. Und dafür wird er freigelassen. Weil das andere passt. Das andere Männchen. Das passt hier rein. So, die Aldabra-Schildkröten, die eskalieren ja sowieso immer. Oh mein Gott, sind hier viele Menschen. Guckt euch das mal an. So viele Menschen. Ah, macht ja nichts. Kann man ja ruhig mal so lassen. Dann hier diese Riesensavanne und dann sind hier die Fantis. Die wollen auch mit niemandem zusammen sein, glaube ich, ne? An Tieren? Ne. Profitieren von keinen Tieren. Der Inspektor. Oh, alles sehr gut. Sehr nice. Die machen einen Lärm, die Elefanten. Katta hatte Nachwuchs. Finden die Leute die Elefanten immer noch? Ne, die Löwen immer noch am besten. So, dann gehen wir jetzt mal auf Grasland und Afrika und richten das Gehege hier dementsprechend vernünftig ein. Machen natürlich das hier aus. So dass das hier nicht mehr so blöd ist. Platzieren hier natürlich das Schilf, wie sich das gehört. Sehr, sehr gut. Das ist doch schon mal vernünftig. Dann haben wir hier einen Elefantenbaum heißen die. Und das wäre ein Elefantengehege und Elefantenbäume. Gonex wäre das. Und natürlich brauchen wir noch eine Schirmakazie. Am besten eine von den großen, die wir hier in die Mitte platzieren. 10%, da geht eigentlich sogar noch ein bisschen was. Gehen wir natürlich hier mit dem Schilf. Und das machen wir auch hier in die Mitte rein. Jetzt fehlt hier gerade einer mit dem Scooter durch die Gegend. Ich glaube, das hat man nicht so doll gehört. Haben sogar noch Platz für eine Akazie mehr. Für eine Schirmakazie mehr. Die wir hier hinstellen können. Und hier hinten dann halt nochmal einen Elefantenbaum. Denke ich, dass das eine gute Wahl ist. Und dann lass uns noch ein bisschen Schilf machen und lass uns auf jeden Fall auch noch mehr von den Brandnesseln hinmachen. Sodass die das auf jeden Fall gut finden, hier die Fantis. Brennnessel ist immer im Grasland mein Go-To. Ich hoffe auch, dass die irgendwann nochmal neue Graslandpflanzen machen. Bin gespannt, jetzt hatten wir ja Tropen und wir hatten Arktis. Bei der Arktis kamen natürlich keine Pflanzen dazu. So, lass mal gucken, ob wir nicht... Meine Prediction wäre ja, dass als das nächste DLC ein Wüsten-DLC ist. Bevor wir Australien kriegen. Ich glaube, wir kriegen Australien nicht. Direkt als nächstes. Ich glaube, Australien wird noch ein bisschen auf sich warten lassen müssen. Habe ich so ein Gefühl. Wir kriegen es, weil dafür wäre die Fauna und auch die Flora zu krass in Australien. Als dass sie die nicht reinmachen sollen. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir erst nochmal Tiere für die Wüste kriegen. Die nicht Kängurus sind. So, was würde jetzt noch Sinn ergeben? Nochmal so ein Elefantenbaum hier. Den kleinsten hier von denen. Das macht auf jeden Fall Sinn. Wenn du jetzt mal guckst hier, bist du im Gehege drin und guckst, dann fehlt hier auf jeden Fall noch irgendwas. Irgendwas Schilfiges oder so. Hier hinten fehlt natürlich noch was. So auf jeden Fall als Ecke. Und dann fehlt hier vorne was. Es sieht halt immer leer aus. Graslandgehege. Da hatte ich auch den Kommentar gekriegt, dass das immer blöd aussieht bei Graslandgehegen. Da muss ich ganz ehrlich sagen, die meisten sehen auf jeden Fall sehr langweilig aus, die meisten Graslandgehege. Du kannst da wirklich nicht so mega viel machen.
Jetzt ist zum Glück bei den Elefanten relativ groß. Aber so richtig mega krass viel kannst du da ja auch nicht machen. Wir hätten halt auch noch die Möglichkeit, dass wir das so kombinieren. Also auf. Da ist die Frage halt immer, wo und wann, ne, oder was. Wir haben auch noch das andere Schilf. Aber dann ist man halt versucht, doch lieber hier so einen Baum nochmal reinzustellen. Hier in die Mitte. So irgendwas. Sieht das smart aus? Keine Ahnung. Warum sind die unzufrieden? Weil hier eine Pappel reinhängt. Ja, damit müsst ihr dealen. Sorry. Und dann sollte das für die Elefanten eigentlich so fertig sein. Die Leute können hier stehen, die Leute können hier reingucken. Gar keine schlechte Geschichte. Dann machen wir nochmal hier einen Bildschirm für die hin, für die Besucher. Gehen mit dem Bildschirm so. Dass man hier auf jeden Fall was über die Elefanten noch lernen kann. Dann ist hier auf jeden Fall auch noch ein bisschen. Das ist schon Oberfläche ausrichten, das ist natürlich blöd. Dann gibt es hier noch ein bisschen was über Wilderei. Das passt halt gut zu den Elefanten. Und dann machen wir hier nochmal den obligatorischen Infostand für Polarwölfe. Nein, Quatsch. Für afrikanische Elephants. Ich glaube, den kann ich hier hinten auch nochmal hinmachen. Was wir haben, haben wir. Sehr gut. Das ist doch nice. Da sind wir doch schon mal ganz gut mitgefahren. Und die Fantis freuen sich ja auch. Die können auch direkt eigentlich besseres Futter kriegen für 14.000. Heftig. Ah, die hungern auch. Du bist hungrig. Ja, dann gönn dir doch mal was. Gönn dir doch mal ein bisschen. Einen kleinen Snack oder so. Aber der wird bald erwachsen hier. Das wäre natürlich blöd, wenn der sich dann gleich prügeln würde. Also ich wollte gerade sagen, was ist denn hier los? Aber das ist ja unser Savannengehege. Und dann sind hier hinten die Elefanten. Müssen wir nur hoffen, dass die Leute auch hier hinten hingehen. Das Gefühl habe ich gerade so spontan nicht. Weiß auch nicht warum. Einfach mehr Verkäufer noch. Irgendwie das Gefühl, zu viele Läden stehen frei. Und du kriegst natürlich den Afrika-Bereich und ich glaube hier einer von denen kriegt noch den Asien-Bereich. Wissen die wenigstens, wo die hingehen müssen. Boah, die Fantis sind hier, kannst du gucken. Das sieht doch ganz okay aus. Schöne große Schirmakazie in der Mitte. Da vorne ist auch noch eine. Ich finde, das ist okay für die Elefanten. Der Strauß ist natürlich wieder entkommen. Das ging schnell. Polarwolf ist erwachsen. Bei dir ist das okay. Bei dir ist es uncool. Gleich mal entlassen hier in die Freiheit. Und ich würde sagen, an dieser Stelle vielen Dank auf jeden Fall fürs Zusehen. Und ich gebe euch jetzt noch ein paar Cinematic Shots vom Elefantengehege. Bisschen unspektakulär irgendwie, dass wir jetzt die Elefanten gebaut haben. Aber ich bin zufrieden mit dem, was das Resultat ist. Ich hoffe, dass die Besucher noch hier hinten hinkommen. Und ich hatte überlegt, dass wir irgendwie noch eine Bahn außenrum machen. Das wäre noch so die Idee, die ich hätte. Müssen wir mal schauen, was passiert. Vielen Dank fürs Zusehen auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal. Haut das mal rein. Tschüss, Leute.
Also da tun wir das. Over Yalam Gude Bali Banner. Der Kumpa Verwoldi Venture. Du sprang kam auf Vorsicht? Killer can hurt you, you can't verwund. Ill dubbed him, I guess.